Also, meine Herren, schön, dass ihr da seid. Im Rahmen der heutigen Unterweisung wollen wir uns mit Sicherheit. Durch Unterweisungen sollen Ihre Mitarbeiter die Gefahren bei der Arbeit kennenlernen und sich sicherheitsgerecht verhalten. Alles, was dieser Schweißer hier falsch macht, kann man nur nacheinander darstellen. Deswegen schauen wir uns die einzelnen Gefährdungen an und geben Hinweise zum sicherheitsgerechten Verhalten. Hierfür eignen sich zum Beispiel Trichter- oder Hochvakuumabsaugungen. So, gibt es zum Thema Schweißen jetzt noch Fragen? Naja, also in den Schweißkabinen ist immer so schlechte Luft. Ja, das ist natürlich ein Problem mit den Schweißrauchen, aber das haben wir erkannt und das werden wir demnächst abstellen. Tja, wenn dann alles klar ist, dann könnt ihr jetzt die Unterweisungsnachweise unterschreiben. Der Inhalt der Unterweisung wird dokumentiert und von allen Beteiligten unterschrieben. Allgemeine Unterweisungen werden bei Bedarf durch arbeitsplatzbezogene Unterweisungen ergänzt, wie hier am Beispiel der Gesenkbiegepresse. Die arbeitsplatzbezogene Unterweisung behandelt das sicherheitsgerechte Arbeiten bei einzelnen Tätigkeiten. Jemand legt keinen besonderen Wert auf den Finger. Ja, schon, aber was ist, wenn sich trotzdem einer die Finger quetscht? Steht auch alles hier drin. Als erstes immer Notarzt betätigen. Dann so schnell wie es geht einen Ersthelfer und den Notarzt verständigen. Ja? Jeder Mitarbeiter muss vor Aufnahme neuer Tätigkeiten unterwiesen werden. Darüber hinaus findet mindestens einmal jährlich die regelmäßige Unterweisung statt. Mal ganz genau die Schutzmaßnahmen an. Okay? Legen wir los. Entscheidend für den Erfolg einer Sicherheitsunterweisung ist auch, dass hierfür genügend Zeit zur Verfügung steht. Diese Investition lohnt sich mit Sicherheit. Ja.